Ja, hi, hier ist euer Micha wieder. Ich möchte euch jetzt dokumentieren, wie ich Thüringer Mett mache und Mett mache. Aber dieses Mett, das zeige ich auch wieder extra, das ist einfach relativ einfach. Nur fast das gleiche wie Thüringer, bloß das eine ist mit Gewürzen, das andere ist ungewürzt. Ja, okay, jetzt zeige ich euch mal kurz, wie ich diesen Wolf hier zusammenbaue. So ein Wolf gibt es zwischen 30 und 40 Euro. Man kann mit dem Ding so gut wie alles machen. Man drückt das hier einfach zusammen. Dann hat man hier sogenannte Schnecke. Die setzt man ein, da gibt es auch so ein Buch für. Hier gibt es sogenanntes Vorschneidemesser. Dann gibt es hier so eine. Ups, dumm gelaufen, verkehrt. Erst die Feder, dann kommt dieses Messer da rein, immer in Laufrichtung. Und dann haben wir hier diese feine Scheibe. Hier ist unten so ein Nippel. Den stecke ich da einfach nur rein und dann drehe ich das, bis es fest sitzt. Dann ist es ein kleiner Akt, das Ganze festzuschrauben. So. Hier oben kann ich das Fleisch reinlegen oder auflegen und den habe ich hier so zum Durchklopfen. Okay. Ich habe das jetzt ein bisschen sortiert. Hier habe ich jetzt ein bisschen Bauch und hier habe ich ein bisschen Magerfleisch. Das ist jetzt, habe ich schon abgewogen, das ist 1 Kilogramm und das muss ich mir jetzt ausrechnen. Das heißt, für Thüringer brauche ich 2 Gramm Pfeffer. Da kann man je nach Geschmack, in der Regel nimmt man weißen Pfeffer, man kann aber auch schwarzen nehmen. Der weiße ist meistens immer nur für die Ansicht da. Ja gut, jetzt habe ich das ja schon ausgewogen. Das tue ich jetzt hier alles rein. Das sind jedes Mal, das ist 1 Kilogramm. Zusammen und das würze ich jetzt auch einfach. Das heißt, ich habe hier eine Waage, die schiebe ich mal hervor. So, die mache ich jetzt an. Richte ich sie rauf, drücke ich Tara, dann steht das Ding auf 0. So, und jetzt habe ich 20 Gramm pro Kilogramm. Das heißt, 20 Gramm brauche ich jetzt. Hier kann man das ganz genau abwägen. Wenn es 1-2 Gramm mehr ist, macht das nichts. Aber in der Regel sollte man es. So, hier haben wir jetzt 21 Gramm, das macht jetzt 1 Gramm. Das schmeckt man so gut wie nicht raus. Und jetzt nehmen wir Pfeffer. Pro Kilogramm 2 Gramm. Wir können hier jetzt nochmal Tara drücken, wenn wir wollen. So, jetzt mache ich 2 Gramm. Ups, das waren schon 3. Aber auch nicht so schlimm. Hat einen leicht pfeffrigen Geschmack. So. Einen Tuck nehme ich noch aus. Okay. Das wiegt, diese Waage fängt auch erst bei 2 Gramm an zu wiegen an. Und das mische ich jetzt so ein bisschen. Und dann mache ich das einfach über das Fleisch. So, die Waage kann ich jetzt wieder ausmachen. Ich schiebe es hier so rüber. Und jetzt fange ich an, einfach das durchzumischen. Der Pfeffer jetzt sieht. Ja. Ja. Mein Kameramann hustet auch schon. Der Pfeffer kommt hier durch. So. Ich lasse das natürlich jetzt gleich alles in die Schale reinlaufen. Das heißt, ich tue das jetzt mal kurz hier hinlegen. Ist ja alles nicht so schlimm. Ein Teil mache ich jetzt schon hier oben drauf. So. Und dann lasse ich das durch. So, dann mache ich den an. Der erste Teil mache ich immer weg. So. Und jetzt lasse ich einen Laden einmal durch.
Da wir den Rest jetzt auch raus haben wollen, nehmen wir einfach von dem anderen ein bisschen was und stecken das hinterher. So, jetzt ist mit den Gewürzen auch draußen. Jetzt mache ich es aus. Und jetzt ist es schön mager. Von der Konsistenz her. Wie gesagt, man nimmt, man sollte Bauch nehmen und eventuell Schulterfleisch oder man kann auch Schinkenfleisch nehmen. Ich habe mir dann eins aus den einzelnen Teilen, die ich hatte, die Sachen, die ich zubereitet habe, ob Schinken, Schulter und so weiter, habe ich mir was Mageres rausgesucht und mache das Ganze jetzt fertig. Man muss das jetzt ein bisschen mengen. So, man kann das mit dem Beil machen, dass man das mal wieder so rüberzieht. Eigentlich sollte man eine größere Schale nehmen, aber naja, Faulheit verlass mich nicht. Okay. Das soll ja noch einfach nur eine Demonstration sein, wie ich das mache. Und in der Regel mache ich das auch etwas anders. Ich möchte einfach zeigen, wie es am einfachsten geht. So. So. Das war es auch schon. Und schaut doch mal rein, wie schön das Ganze aussieht. Jetzt mache ich natürlich noch einen Geschmackstest, ob das dann auch alles so geworden ist, wie ich das wollte. Schön würzig, einfach super. Da freuen wir uns gleich drauf, oder ich mich drauf, dass wir das essen. Ja, wie gesagt, jetzt zeige ich euch gleich noch, wie man das normale mitmacht. Da ist nicht, steckt nicht viel hinter. Und tschüss.